Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf meinem Channel, und zwar zu Evil Within. Ja, ich konnte es kaum abwarten. Es ist endlich hier und ich freue mich natürlich, dass ihr dabei seid, denn es ist mein erstes, ja, mein wirklich erstes Horror-Let's Play auf meinem Channel. Nicht im Stream, nein. Und nicht in der Let's Play Live Show, nein. Und natürlich hier auf dem Channel, genau, auf YouTube. Und ihr dürft es mir nicht übel nehmen. Ich bin ein wenig kränklich, ich bin ein wenig erkältet. Das liegt einfach nur daran, weil ich mir relativ was weggeholt habe. Ja, so geht's schon los. Entschuldigung. Und bevor ich jetzt hier groß rumsülze... Alter, sind die Kopfhörer laut. Alter, so laut habe ich das gar nicht eingestellt. So, wir beginnen natürlich ein neues Spiel. Ich glaube, die Helligkeit werde ich mal so auf... Ja, das ist zu dunkel, das ist klar. Ich werde mal so auf 60... Was? Ich werde mal auf 60. So, die festgelegte Schwierigkeitsstufe kann im Spiel zwar nicht erhöht, aber über das Optionsmenü gesenkt werden. Wenn du die Schwierigkeitsstufe im Spiel senkst, musst du das laufende Kapitel neu beginnen. Okay, Spielschwierigkeit Einsteiger oder Überlebender. Einsteiger für die Schwachen und Ängstlichen. Automatisches Zielen ist standardmäßig eingeschaltet und es gibt etwas mehr Munition. Nee, wenn schon, denn schon. Standardschwierigkeitsgrad. Natürlich, auf jeden Fall. Ich gucke mal in die Richtung, obwohl eigentlich die Kamera da ist, weil ich das ja umgestellt habe. Und jetzt gibt's erstmal ein wenig... ja, es gibt's erstmal ein wenig... Intro. Und auch an dieser Stelle sei erstmal gesagt, erstmal hallo zusammen. Und in Schwarz-Weiß, ihr seht's. Und ich bin echt gespannt, wie es wird. Aber jetzt halte ich erstmal die Klappe. Alle Einheiten, 1199, Einsatz Code 3, Beacon Nervenklinik. 1 hat 4 verstanden, Code 3 sind in 3 Minuten da. Verstanden, 1 hat 4. Tut mir leid, Detectives. Ich weiß, Sie kommen gerade von einem Fall, aber ich fürchte, wir müssen einen Schlenker machen. Klingt ernst. Ausschreitung? Wurde durchgegeben, kurz bevor ich Sie eingesammelt habe. Gab mehrere Tote. Halbes Dutzend Einheiten sind schon da. 1-3-1, bitte melden. Vielleicht der Geist von diesem Schizo-Doktor, der seine Patienten zerhackt hat. Ganz so war es nicht. Einige Patienten sind verschwunden. Eine Art Skandal? Trotzdem irgendwie unheimlich, oder? 1-2-7, 1-2-4, bitte antworten. Joseph, denkst du, da gibt's eine Verbindung? Es wäre möglich. Aber ich konnte die Akten nicht einsehen. Einheiten vor Ort, bitte melden. Zentrale, hier ist Detective Castellanos in 184. Was ist da los? Over. 184. Wir haben Probleme mit einem Beacon. Wir überprüfen das. Gibt es irgend... Verdammt! Gott! Junior Detective Kidman? Irgendwelche Ideen? Bisher nicht. Ich bin sicher, das klärt sich, wenn wir da sind. Connolly, gib der Zentrale Bescheid, was hier los ist. Joseph, Kidman, folgt mir. Wir sehen uns hier mal um. Okay. Wir sehen uns jetzt hier erstmal um und dann schauen wir mal. Wir sind in der Nervenheilanstalt angekommen und... Okay, Kapitel 1, ein Notruf. Und... Merkwürdig, merkwürdig. Überall Polizeiwagen, aber niemand vor Ort. Viele beschweren sich auch über diese Balken, aber ich finde keine eigentlich... Waffen mehr in den Autos.
Ich finde eigentlich geht, also man, gut, wenn man jetzt einen kleinen Bildschirm oder einen kleinen Fernseher hat, ist es natürlich sehr, sehr anstrengend. Oh, kann ich hier jemanden anrufen? Hallo? Meine Güte. Weder Blut noch Patronenhülsen. Das ist merkwürdig. Weder Blut noch Patronenhülsen? Gehen wir doch direkt mal rein. Das sieht sehr vertrauenswürdig aus. Erinnert mich auch ein wenig an Mount Massive. Ja, Outlast, definitiv. Also, ansonsten... Ja, das sieht einladend aus. Dann schauen wir doch mal. Tum-ti-tum. Noch bin ich gut drauf. Riecht wie Blut. Okay, wir sollten wachsam bleiben. Okay. Wie gut, dass es noch kein Geruchfernsehen gibt. Wir sehen uns das an. Lass niemanden durch diese Tür. Ich kann euch unterstützen. Wir wissen nicht, was hier los ist. Ja. Du sicherst hier. Du sicherst hier. Oh. Na, herzlichen Glückwunsch. Das sieht aus wie in einem Massenschlachtfeld. Ach du Scheiß. Ach du Kacke, jetzt. Hast du was gehört? Hier hat wohl jemand ordentlich aufgeräumt. Hier war wohl jemand sehr, sehr wütend und hat überall Marmeladensoße verteilt. Ja, also sehr, sehr... Alter, mach mich nicht schwach. Jetzt schon, das ist erst der Anfang. Zimmerservice, ich hätte gern ein Zimmer. Okay, scheint wohl niemand da zu sein. Okay, hier ist jemand, schauen wir mal. Sind Sie verletzt? Was ist passiert? Unmöglich. Kann nicht sein. Ruhig ist. Ich bleib bei ihm. Sieh mal nach den Überwachungskameras. Okay, wir sollen uns mal umsehen nach den Überwachungskameras. Das wird ja nicht schwer sein. Das haben wir hier. Oh, da fallen Schüsse. Das ist auch voll wie Outlast. Ui. Was zur Hölle? Ui. Was? Ja, das, ist nicht so... Ja, gut hier laufen, wie ich gedacht hatte, eigentlich. Oh Gott. Na, das fängt ja heiter an. Oh, wir hängen von der Decke. Der hat auf jeden Fall noch gelebt, wo er drauf gehauen hat. Ich hoffe, das war nicht unser Kollege. Ich kann auch momentan nichts tun, als mich umzusehen. Wir nennen ihn einfach mal Onkel Bob. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Was ist das denn? Ich krieg Gänsehaut. Das ist voll der Anfang. Ach, ich kann so... Ah, okay. Ich kann baumeln. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Komm her! Nee, noch nicht. Ah, immer noch nicht. Mann, jetzt aber. Ja, jawohl, jetzt aber. Und abschneiden. Aua! Mann. Entschuldigung.
Aber ich wollte unbedingt spielen. Mal einen Schluck trinken. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Ach, da muss ich auch noch gedrückt halten. Na super. Oh, da hängt, glaube ich, was. Ja, da hängt ein Schlüssel. Den sollen wir mal ganz schnell nehmen. Gewöhnlicher Schlüssel. Ein Schlüsselbund aus dem Keller der Klinik. Solche Schlüssel waren in Gebrauch, bevor das moderne Sicherheitssystem in der Klinik eingebaut wurde. Mhm. Okay, dann wollen wir mal ganz schnell mal hier schauen, dass wir hier... Lecker. Ja, hier ist eine Tür. Oh, ein Schlüsselsymbol. Was macht... Mach doch, schließ doch einfach die Tür ab hinter dir. Warum... Was war das? Kontrollpunkt, okay. Was bedeutet das? Steht er da unten jetzt noch? Guckt er noch? Guckt er noch? Ich glaube nicht, ne, oder? Nee. Ich glaube, er ist nicht da. Vielleicht sucht er uns auch schon. Ich weiß es nicht. Ich will es einfach nicht riskieren. Komisch, er ist weg. Hm. Ja, gehen wir mal. Oh, der hat eine Kettensäge. Alter, der hat eine Kettensäge. Lauf! Lauf! Alter, der hat eine Kettensäge! Alter, das ist der Anfang des Spiels! Was ist das denn? Ah! Aua! Was? Wer baut denn sowas? Aua, lauf, 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 lauf! Der baut denn sowas! Wow! Wow, 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 wow! Wow! Wow, 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 wow! Ach du Scheiße! Oh, hier ausweichen! Hier ausweichen! Wow! Alter, was war das denn? Das ist erst der Anfang des Spiels. So ganz hygienisch ist es wahrscheinlich nicht, denke ich mal. Das wird wohl nicht so... So mit einer offenen Schnittwunde da drin rum. Oh, ist das fies. Ich glaube, das ist mir noch ein wenig... Mir fällt gerade auf, es ist noch ein wenig zu dunkel, glaube ich. Ich werde doch noch mal ein wenig die Helligkeit nach oben schrauben. So auf 68. Ja. Ich glaube, so ist besser. So seht ihr auch mehr. Auch wenn das Spiel schon relativ dunkel sein sollte. Aber so ist, glaube ich, auch besser. Wie öffne ich denn Türen? Achso, mit X. Okay. Na super, dass mir das so angezeigt wird. Was bedeutet denn dieses Symbol? Speichern? Bestimmt, ne? Naja, schauen wir mal. Oh. Oh, ist das fies, dass er da jetzt so eine Verletzung hat. Das ist voll gemein. Aber hübsch ist es schon. Also muss man ja mal lassen. Hübsch ist es auf jeden Fall. Ich will jetzt gar nicht wissen, was das war. Bäh, in so einem Schmodder rumzulaufen. Und dann mit so einer offenen Wunde. Na, herzlichen Glückwunsch. Lecker, lecker. Das, sitzt da hinten einer? Entschuldigung, ich muss mal eben gucken. Kleiner Moment. Ich sitze zwar schon so nah dran, aber das habe ich jetzt partout nicht gesehen, ob da schon jemand sitzt oder nicht.
Naja, gehen wir mal weiter. Schauen wir mal. Oh, eine Tür. Da gucken wir doch mal. Was ist das denn? Okay. Na toll, ein sinnloser Raum. Was wohl auch schon viel bemängelt worden ist, weiß ich wohl, wäre wohl die Kamerasteuerung. Die soll wohl nicht so manchmal nicht sehr einladend sein. Aber das werden wir ja sehen. So, dann schauen wir mal. Wo geht's hier raus? Ja, das frage ich mich auch gerade. Was ist das denn hier? Oh, was zu lesen? Alte Notiz aus Kanalisation. Neben den verschlossenen Toren am anderen Ende der Kanalisation befindet sich noch eine Leiter, die zum alten Trakt führt. Wenn du es dorthin schaffst, findest du einen Aufzug, der dich nach draußen bringt. Du wärst derjenige, der entkommt. Du könntest der eine sein, der überlebte. R-Punkt. Woher weiß, hat er das geschrieben? Woher weiß er denn? Nee. Woher weiß derjenige? Ey, woher weißt du denn, dass ich vielleicht derjenige bin? Naja. So, dann schauen wir mal. Okay, da ist ein Gitter vor. Da, glaube ich, lohnt es sich eh nicht zu gucken. Was haben wir hier? Mein Gott. Ja, das, oh, da sind sogar zwei Schlösser vor. Das soll wohl ganz auf Nummer sicher gehen, dass da gar keiner reinkommt. Die Frage ist, sind wir denn immer noch in demselben Zeitalter wie vorher? Also vorher sah das oben ja noch relativ gut aus. Okay, was heißt gut, ne? Naja, gut ist relativ. Aber ob wir immer noch in derselben Raum- und Zeitkontinuum sind. Wo Sebastian jetzt hier ist. Mit sich selbst. Mein Gott, ist das mies mit der Fußverletzung. Das ist so gemein. Ist da auch niemand? Hallo? Nee. Scheint niemand hier zu sein. Da leuchtet doch schon wieder was. Oh ja, Tatsache. Da leuchtet was. So, Notiz aus, Heizraum. STEM-Systemtest beginnt. 13.15 Uhr. Erfolg. Gehirnwellensynchronisation bestätigt. Verluste minimal. Experiment wird fortgeführt. Agent sammelt Daten. Wo waren wir denn da? 13.30 Uhr. Anomalie tritt auf. Nicht bei Proband. Stenograf berichtet über Unwohlsein. Anschließendes Koma aus unbekannten Gründen. Arzt ordnet Beendigung von STEM-System an. STEM-System? 13.45 Uhr. Mitarbeiter klagen über Übelkeit und verlieren nacheinander das Bewusstsein. Wer sich noch bewegen kann, plant seine Flucht aus der Klinik, ist aber aus unerfindlichen Gründen nicht dazu in der Lage. Obwohl das STEM-System deaktiviert werden sollte, bleibt die Gehirnwellen zwischen Probanden und wird synchron. 14 Uhr. Er. Dieser Mann ist aufgetaucht. Das klingt mir ein bisschen wie diese morphogenetische Antriebsaktivität. Muss ich ja mal sagen, aus Outlast. Da wurde auch so mit Gehirnwellen probiert und studiert. Oh, ein Knopf. Hallo? Und, das klingt sehr... Oh, ein Speicherpunkt, das ist supi. Kann man ein... Boah, die Soundkulisse ist so geil. Kann man denn selbst speichern? Nein, kann man nicht. Das ist schon mal gut zu wissen. Von so an... Oh, ist das fies. Aber das sieht so geil aus, irgendwie alles, gerade. Ja. Boah, ich hasse Irrenanstalten. Ich... Oh Gott. Also zumindest so runtergekommen, ne? Die es nicht mehr geschafft haben. Kleinen Moment, bitte. So, da bin ich wieder.
die es nicht geschafft haben, sich wieder aufzupäppeln. Was? Was? Alter! Alter, geh weg! Alter, geh weg, 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 geh weg. Muss ich da gedrückt halten? Achso. Alter, sind die Kopfhörer laut! Ich glaube, er ist ein wenig sauer, weil wir entkommen sind, oder zumindest, Oh. Hehehe. Alter, die Säge sieht so fies aus. Alter, es sieht ja gemein aus. Bleib bloß da. Gehen wir mal schauen. Ich weiß gar nicht, ob ich hier richtig laufe. Oh, da haben wir, oh, da haben wir eine Flasche. Oh. Kann ich die werfen? Ich sehe ihn überhaupt nicht mehr. Hallo? Kann ich die... Ah, okay. Wow, wow, wow. Warum macht der denn so einen Riesenschritt nach vor? Uah. Warum macht der denn so einen Riesenschritt nach vor? Uah. Hat er uns gesehen? Oder gehört? Wow. What the fuck? What the f... Diese Dramaturgie gerade schon wieder. Boah, das ist wie bei Outlast früher. Ich glaube, ich bin richtig gelaufen. Glaube ich zumindest. Glaube ich. Oh, ist das fies mit der Wunde. Hehehe. Hallo, ich bin hier. Uhu. Siehst du mich denn auch? Siehst du mich auch? Hallo. Ja, das, hat ja wunderbar geklappt, dass, ist doch supi. So, dann werden wir mal hier lang gehen und schauen wir mal. Oh. Was hasse ich an Dings am meisten? Das sind an Horrorspielen am meisten. Das sind... Was? 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 Alter! Scheiße. Alter, renn doch! Alter, renn! Wow! Wow, 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 wow! Beweg dich, beweg dich, beweg dich, beweg dich! Alter, beweg dich! Das ist ja nicht so gut gelaufen. Naja. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Find myself within. Darkness twisting me around. There is nothing I can do. This world doesn't spin. It just turns itself around.
Ja, The Evil Within. Und ich würde sagen, wie es hier weitergeht, spektakulär, da hinten bewegt sich schon von alleine die Tür, das sieht vielversprechend aus, würde ich sagen. Sehen wir uns da in einer weiteren Folge und ja, ihr solltet auf jeden Fall dranbleiben. Also, bis demnächst. Tschüss.